Das International Nutrition Research Center, INRC, ein führendes Forschungsinstitut im Ernährungsbereich, freut sich, Ihnen einen außergewöhnlichen wissenschaftlichen Durchbruch zu präsentieren. Die Entdeckung von Master Amino Acid Pattern. Am 21. April 1998 hielt der Präsident des INRC, Professor Maurizio Luca Moretti, eine Vorlesung an der Royal Academy of Medicine in Spanien, in der er die Ergebnisse der Doppelblindstudie des Instituts zur Stickstoffbalance öffentlich präsentierte. Die Ergebnisse der Studie bestätigten die Entdeckung des Master Amino Acid Pattern. Das als einer der wichtigsten wissenschaftlichen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts im Ernährungsbereich anzusehen ist. Diese Studie wurde vor kurzem von der Royal Academy publiziert. Es folgt das Interview mit Professor Luca Moretti, welches er nach seiner Vorlesung an der Royal Academy of Medicine in Spanien gegeben hat. Professor Luca Moretti, wir danken Ihnen für Ihre Bereitschaft zu diesem Interview über die einzigartige Entdeckung von Master Amino Acid Pattern und seine Anwendung im Ernährungsbereich. Es ist mir eine Freude. Professor, was genau ermöglichte die Entdeckung von Master Amino Acid Pattern? Die Entdeckung von Master Amino Acid Pattern, oder kurz MAP, war das erfolgreiche Ergebnis von 23 Jahren Forschung im Bereich Aminosäuren. Was ist das Einzigartige an MAP? MAP stellt dem Gesundheitswesen ein wirklich einzigartiges und sehr effektives Hilfsmittel für ein gesünderes und beispiellos erfolgreiches Ernährungsprogramm zur Verfügung. Speziell für Menschen, die durch zu wenig Proteinaufnahme oder Verarbeitung das notwendige Ausmaß der Proteinsynthese ihres Körpers nicht erreichen. Ist MAP aus natürlichen oder synthetischen Rohstoffen hergestellt? MAP ist 100% natürlich. Es ist zusammengestellt aus einem einzigartigen Muster von essentiellen Aminosäuren in reinster, freier und kristalliner Form. In Anbetracht dessen, dass essentielle Aminosäuren im Gesundheitsbereich seit Jahrzehnten bekannt sind, was macht den Kern von MAP aus? Gute Frage. Das Besondere an MAP ist sein Aminosäurenmuster. MAPs Bestandteile, seine Proportionen, seine Homogenität und extrem hohe Reinheit ermöglichen eine beispiellos effektive Nährstoffversorgung. In Anerkennung seiner einzigartigen Charakteristika ist MAP in den USA, in Europa und anderen Ländern mehrfach patentrechtlich geschützt. Bedeutet dies etwa, dass wir durch Modifizieren eines Aminosäurenmusters seine Eigenschaften ändern können? Aber natürlich. Ein Vogel zum Beispiel, eine Schlange, ein Baum, ein Elefant oder ein Mensch bestehen aus Aminosäuren. Aber sie sind alle voneinander verschieden, und zwar aufgrund ihrer eigenen Aminosäurenzusammensetzung. Deshalb kann eine nur minimale Änderung in einem Aminosäurenmuster tatsächlich einen bedeutenden Unterschied ausmachen. Könnten Sie uns bitte die genauen Eigenschaften von MAP beschreiben? Ja, gerne. Es gibt 6 Haupteigenschaften, die ich kurz beschreiben werde. MAPs erste außergewöhnliche Eigenschaft ist, dass es durch seine einzigartige Aminosäurenzusammensetzung in der Lage ist, den Körper mit einer unübertroffenen 99%igen Netto-Stickstoffverwertung oder kurz NNU genannt, zu versorgen. Dies bedeutet, dass 99% seiner Aminosäurenbestandteile dem Körper als Vorstufe bzw. als Bausteine für die Proteinsynthese dienen. Dies ist die höchste Netto-Stickstoffverwertung, die bis heute von einem Nahrungsprotein erreicht wurde. Vergleichsweise liefert Protein aus Hühnerei, welches bisher als biologisch am wertvollsten galt, nur 48% NNU, was noch immer um 51% weniger ist als der Wert von MAP. Sie erwähnten, dass MAP für eine 99%ige Stickstoffverwertung, also NNU, sorgt.
Könnten Sie bitte erklären, was NNU genau bedeutet? Natürlich. Ein Protein, NNU, bezeichnet seinen verfügbaren Nährwert. Genauer gesagt, jenen Prozentsatz seiner Aminosäurenbestandteile, die als Vorstufen für die Proteinsynthese des Körpers verfügbar sind. Könnten Sie uns erklären, wie dieser komplexe Prozess abläuft? Sicherlich. Wenn ein Nahrungsprotein verdaut wird, werden seine Aminosäurenbestandteile in den Dünndarm transportiert, wo sie absorbiert werden. Diese Aminosäuren können dann entweder dem Anabolenstoffwechselweg oder dem Katabolenstoffwechselweg folgen. Wenn Proteine aus der Nahrung anabol im Stoffwechsel verwendet werden, so agieren sie als Vorstufen für die Proteinbiosynthese, nämlich als Bausteine, aus denen der Körper gesunde Zellen bilden kann. Beim Anabolenstoffwechselweg setzen Aminosäuren keine Stickstoffabfallprodukte oder Energie frei. Andererseits, wenn Nahrungsproteine dem Katabolenstoffwechselweg folgen, dienen sie nur als Energiequelle, aber nicht als Proteinbausteine. Über den Katabolismus setzen Aminosäuren unerwünschte Stickstoffabfallprodukte frei. Würde das bedeuten, dass MAP durch seine 99% NNU den höchsten Nährwert liefert? Genau. Durch seinen 99%igen NNU-Wert sorgen nur 10 Gramm von MAP für eine Proteinsynthese, die der von 350 Gramm Fisch, Fleisch oder Geflügel entspricht. Könnte also eine Person, die ihre Mindestproteinmenge erreichen muss, durch Einnehmen von MAP auf die oft furchtbar schmeckenden Proteingetränke ganz verzichten? Ja, genau. Im Vergleich liefern 1 bis 2 Tabletten von MAP so viele Bausteine für die Proteinsynthese des Körpers wie 250 Milliliter eines anderen Nahrungsergänzungsproduktes. Die meisten Proteinnahrungsergänzungen stellen Casein oder Sojabohnen als Proteinquelle zur Verfügung, die etwa 17% NNU haben. Als Ergebnis können nur 17% ihrer Aminosäurenbestandteile als Bausteine für die Proteinsynthese des Körpers dienen, während die restlichen 83% nur eine reine Kalorienquelle sind und zusätzlich eine riesige Menge an unerwünschten Stickstoffabfallprodukten freisetzen. Und was ist die nächste Eigenschaft von MAP? Die zweite außergewöhnliche Eigenschaft von MAP ist, dass es nur 1% Stickstoffabfallprodukte freisetzt. Das ist der niedrigste Wert unter allen bekannten Nahrungsproteinen. Im Vergleich dazu setzt Protein aus Hühnerei 52% Stickstoffabfallprodukte frei, was bisher als der niedrigste Wert galt. Sind also Stickstoffabbauprodukte eine Art Stoffwechselabfall? Ja, genau. Aus diesem Grund wird Menschen mit einer Nieren- oder Leberfunktionsstörung, die ja Stickstoffabfallprodukte vermeiden müssen, die Verwendung von MAP empfohlen. Zum ersten Mal können diese Menschen durch Einnehmen von MAP ihre Mindestproteinmenge erreichen und so die negativen Folgen eines Proteinmangels vermeiden und gleichzeitig auch die negativen Folgen von hohen Mengen an Stickstoffverbindungen im Blut vermeiden oder verringern. Und was ist die dritte Eigenschaft? Die nächste einzigartige Eigenschaft ist, dass 10 Gramm von MAP weniger als eine halbe Kalorie haben, jedoch gleichzeitig so viele Bausteine für die Proteinsynthese zur Verfügung stellen, wie etwa 350 Gramm Fleisch, Fisch oder Geflügel. Könnte man also sagen, dass MAP den kompletten täglichen Proteinbedarf abdeckt mit weniger als einer Kalorie?
Ja, diese Eigenschaft vom MAP wird die Hilfe für Menschen mit Übergewicht außerordentlich verbessern. Die Behandlung von übergewichtigen Menschen war bis heute nur auf eine Reduktion ihrer Kalorieneinnahme begrenzt. Durch Reduzieren ihres Appetits, durch Reduktion der Nährstoffaufnahme und durch Reduzierung der Nahrungsmenge. All diese Verfahren können aber zu einem lebensbedrohlichen Mangel führen. Sie verursachen eine Unterversorgung mit essentiellen Nährstoffen, weil durch die Reduzierung von Kalorien auch jene Nährstoffe geringer werden, die für ein gesundes und produktives Leben notwendig sind. Und welchen Unterschied bringt die Einnahme von MAP bei übergewichtigen Menschen? Das International Nutrition Research Center hat für den Gesundheitsbereich einen fortschrittlichen Leitfaden entwickelt, welcher die Verwendung von MAP mit einbezieht. Diese Methode kann alle erforderlichen essentiellen Nährstoffe liefern und das ohne Kalorien. Und wie wird diese neue Methode eingeführt? Derzeit bietet das INRC einen fortschrittlichen Trainingskurs für Gewichtskontrolle an. Dieser Kurs wird Ärzten bei der Betreuung von übergewichtigen Menschen ermöglichen, die gesündesten und effektivsten Resultate zu erzielen, die jemals erreicht wurden. Danke, Professor. Was ist die nächste Eigenschaft? Die vierte Eigenschaft von MAP ist, dass es bereits aufgeschlossen ist und deshalb im Dünndarm innerhalb von 23 Minuten absorbiert wird. Das ist wesentlich weniger Zeit als jene 3 bis 4 Stunden, die zur Verdauung von üblichem Nahrungsprotein benötigt wird. Somit kann es ohne die Hilfe von Verdauungsenzymen und einer nur minimalen Anregung der Verdauungssäfte aufgenommen werden. Hat dies zu bedeuten, dass jede Person, die Protein nicht verdauen kann, durch die Einnahme von MAP ihren täglichen Proteinbedarf decken könnte? Ganz genau. Aus diesem Grund wird MAP speziell im Ernährungsprogramm von Menschen empfohlen, denen der Magen entfernt wurde oder die Störungen im Verdauungstrakt haben. Und was ist die nächste Charakteristik von MAP? Die fünfte Charakteristik von MAP ist, dass es keine Verdauungsendprodukte erzeugt. Aus diesem Grund wird MAP im Ernährungsprogramm von Personen empfohlen, welche sich vor oder nach einer Operation befinden, sowie für jene mit Durchfall, beeinträchtigter Verdauung und Nährstoffaufnahme als Folge von Erkrankungen des Verdauungstraktes. Und was ist MAPs sechste Eigenschaft? MAPs nächste Eigenschaft ist, dass es amphoterisch ist, was bedeutet, dass es entweder als Säure oder basisch wirken kann, entsprechend des ihn umgebenden pH-Wertes. Sie haben uns von den 6 Haupteigenschaften berichtet. Was können Sie uns noch über MAP erzählen? Abschließend wäre noch zu sagen, MAP ist 100% frei von Fett und beinhaltet weder Natrium noch Zucker, was bedeutet, dass es auch Menschen mit Diabetes, hohem Blutdruck oder hohen Cholesterinwerten absolut risikofrei verwenden können. Professor, meine letzte Frage. Gibt es bei der Benutzung von MAP irgendeine Kontraindikation oder Nebenwirkung? Absolut keine. MAP ist ein Lebensmittel und kein Medikament. Es gibt bei der Verwendung von MAP keine Gegenanzeigen und es wurde bis jetzt noch nie von Nebenwirkungen berichtet. Was so viel bedeutet, dass MAP von jedem risikofrei verwendet werden kann? Ja, MAP kann von jedem ohne Risiko benutzt werden, unabhängig von Alter, Geschlecht oder Gesundheitszustand. Jedoch wird zur sicheren Bestimmung der erforderlichen Menge und zum Erreichen der besten Ergebnisse ärztliche Betreuung empfohlen.
Professor Luca Moretti, es war sehr interessant, etwas über die Entdeckung von MAP und seine Hauptanwendungsmöglichkeiten im Ernährungsbereich zu erfahren. Wir danken Ihnen nochmals für dieses Interview. Es war mir eine Freude und ich danke Ihnen für die Möglichkeit, diese Informationen mit Ihnen und mit Menschen im Gesundheitsbereich zu teilen. Dankeschön.